Liebe Geschwister und Freunde, heute möchte ich eine mutige Frau vorstellen, die wie auch ich selbst mit der Wachturmgesellschaft in einen Rechtsstreit geraten ist. Ich möchte, dass ihre Geschichte bekannt wird und dass dadurch auch deutlich wird, wie die Organisation mit Menschen umgeht, die ihr nicht passt. Meine Mission ist und heißt auch Hilfe für Zeugen Jehovas. Dabei möchte ich anhand der Heiligen Schrift Jehovas Zeugen den Herrn Jesus näher bringen. Aber heute bei diesem Gespräch geht es um eine andere Hilfe. Ich möchte Olga, die sich ganz bewusst als Zeugin Jehovas versteht, eine Stimme geben. Denn schlimm ist es, wenn man bedrückt und bedrängt wird und niemand weiß davon. Hallo Olga, kannst du dich kurz vorstellen? Woher kommst du und in welchen Familienverhältnissen lebst du? Also, ich heiße Olga und zu meiner Person möchte ich nur kurz sagen. Ich bin in Russland geboren, seit 28 Jahren lebe ich in Deutschland. Ich bin eine berufstätige Mutter, Ehefrau und Großmutter. Und was bedeutet dir eigentlich der Glaube an Jehova? Also, und was bedeutete der Glaube an Jehova für alle die treuen Männer und Frauen, von denen wir in der Heiligen Schrift lesen? Kenntnis der Wege des ewigen Lebens. Ich möchte zu denen gehören, die seinen Namen und sein Wort rechtfertigen. Davon lesen wir im 11. Kapitel des Hebräerbriefs. Und dies betonte auch der Apostel Petrus, als er zu Jesus Christus antwortete: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Ja, und liebe Olga, du missionierst ja auch hier in Deutschland. Wie sieht eigentlich diese deine Mission aus? Meine Tätigkeit als Jehovas Zeugen, nämlich die Wahrheit über Jehova und sein Königreich zu verbreiten, besteht darin, dass in Matthäus 24. Kapitel Vers 14 aufgezeichnete Gebot zu erfüllen. Und diese Heilbotschaft vom Reich wird auf dem ganzen Erdkreis allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden. Und dann wird das Ende kommen. Die Menschen erhalten von uns Informationen in gedruckter Form, entweder in ihre Briefkästen oder direkt in ihre Hände. Und diese Information akzentuiert, dass Jehova ist der wahre Name des Gottes ist und dass Jesus Christus der Retter, der König des Himmels und der Erde ist, und das Reich Gottes ist die einzige Hoffnung der Welt. Wer hat Interesse, er kommt mit uns ins Gespräch. Ja, und du hast mir auch so ein Flyer mal zukommen lassen. Den möchte ich jetzt auch gerne einblenden, damit auch die Zuschauer sehen, was du und auch deine Glaubensgeschwister verbreiten. Also hier sehen wir die Vorderseite. Jehova ist der Name des wahren Gottes. Jesus Christus ist der Retter, König des Himmels und der Erde, und das Reich Gottes ist die einzige Hoffnung der Welt, so wie du es ja auch gesagt hast. Und dann gibt es noch eine Rückseite. Also hier ist auch noch ein Wachturm drauf, was dich ja auch als Zeugin Jehovas mit kennzeichnet. Und hier hinten ja ist auch etwas erklärt von dem, was natürlich vorne steht. Und da ist auch noch deine Telefonnummer und auch deine E-Mail-Adresse. Und das Ganze ist eben von Jehovas Zeugen weitergegeben worden. Hier sehen wir auch Jehovas Zeugen als Bezeichnung.
Ja, gibt es denn einen Unterschied zwischen dir als Zeugin Jehovas und der Jehovas Zeugen als Körperschaft des öffentlichen Rechts? Kannst du da etwas dazu sagen, liebe Olga? Ja, es gibt und ich möchte dazu sagen, liebe Freunde, diese Organisation hat ihren Anfang nach dem Jahr 1962 genommen, nachdem die Geheimdienste ins Leitungsgremium eingeschleust wurden, um die wahre Lehre der Zeugen Jehovas zu verdrehen und damit Gottes Volk von der wahren Anbetung Gottes abzuwenden. Das betrifft Römer 13,1. Das möchte ich kurz vorlesen. Jeder Mann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, da ist von Gott verordnet. Alle Zeugen Jehovas auf der Erde vertreten bis zu Ende 1962 nur eine wahre Lehre, dass Jehova die höchste Macht ist und dass er und sein Sohn Jesus Christus zusammen die obrigkeitlichen Gewalten bilden. Ab 1963 folgen mehreren Gruppen die neue falsche Lehre, nämlich dass weltliche Regierungen die obrigkeitlichen Gewalten sind. Und nur die Minderheit der Zeugen Jehovas lehnt es ab. Seitdem existieren zwei Gruppen. Und wer die wahre Jehovas Zeugen kennenlernen möchte, der muss seine Aufmerksamkeit auf die Literatur bis zu Ende des 1962 lenken. Da kann man dann richtig feststellen und die Lehre vergleichen. Ja, Olga, ich möchte dich noch fragen, was hat jetzt die Organisation daran auszusetzen? Ich meine, du hast ja eigentlich die Lehre weiter festgehalten, was bis 1962 oder 63 gang und gäbe war. Wie kam es eigentlich dann auch zur Anklage? Diese Organisation meint, dass sich nur sie Jehovas Zeugen nennen dürfen und dass nur sie das Recht haben, diesen Namen zu verbreiten. Und das ist überhaupt nicht bibelgemäß. Und wenn wir uns an uns der Heilige Schrift zuwenden, werden wir feststellen, dass weder Jesus Christus noch die Apostel auf diese Weise gehandelt haben. Und als Beispiel möchte ich aus der Bibel vorlesen, und zwar Lukas Kapitel 9, Vers 49 und 50. Johannes aber antwortete und sprach: Meister, wir sahen jemand Dämonen austreiben in deinen Namen, und wir wehrten ihm, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Und Jesus sprach zu ihm: Wehrt nicht. Denn wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Also diese Organisation handelt unchristlich. Und wie kam es zum Anklage? Es gab einen Anruf von Selters im Juli 2021 und mir wurde ein Treffen angeboten mit dem Ziel, mich wieder in Organisation einzugliedern. Aber ich war nie Teil der Körperschaft des öffentlichen Rechts und ich wurde nicht exkommuniziert oder ausgeschlossen. Was ich noch betonen möchte, im Telefongespräch wurde mir auch gesagt, dass wir Probleme kriegen, wenn wir unsere Aktivitäten nicht einstellen. Und ab September 21 haben wir von mehreren Bundesländern die Briefe erhalten, bezüglich eines Verstoßes gegen das Pressegesetz. Auch hier möchte ich betonen, dass diese Handlung wurde nicht von normalen Menschen in Bewegung gesetzt, die unsere Flyer lesen, sondern von denen, die wir stören, nämlich von dieser Organisation mit Körperschaft des öffentlichen Rechts. Und
Mit der Zeit haben wir einen Brief vom Rechtsanwalt von dieser Organisation bekommen. Auf diese Schreiben habe ich reagiert. Und durch biblische Wahrheiten werden Ihnen gezeigt, dass diese Organisation keine Organisation Jehovas ist, sondern der böse Knecht, der sein Herrn nicht treu dienen wollte. Und ganz klar und deutlich in 2. Thessaloniker Kapitel 2, Vers 1 bis 12 aufgeschrieben wurden. Ja, dieses Brief hat diese Organisation nicht richtig wahrgenommen, wo diese oben genannten Wahrheiten ihnen gezeigt wurden. Und seitdem oder jetzt fordert mich diese Organisation auf, mich nicht mehr als Zeugen Jehovas zu bezeichnen. Sie verletzen meine Freiheit, meine Anbetung auszuüben. Und ja, mit der Zeit haben wir schon ein Schreiben von Landgericht Hamburg bekommen. Ja, du hast ja auch mir die Schriftstücke zugeschickt, die das belegen können. Sie waren ähnlich mit denen, die auch ich bekam. Es ist die gleiche Rechtsanwaltskanzlei sowie auch der gleiche Rechtsanwalt, der auch mir geschrieben hat. Und ich möchte diese Schriftstücke jetzt mal kurz einblenden. Es ist also ein Schriftstück von der Rechtsanwaltskanzlei an das Landesgericht Hamburg. Und da wird auch die Klage genannt, eben die Namensrechtsverletzung zwischen Jehovas Zeugen in Deutschland, Körperschaft des öffentlichen Rechts, und auch ja gegen dich, Holger Köhler. Dann wird auch darin berichtet, dass man bis zu einer Ordnungshaft von 6 Monaten auch eingesperrt werden kann. Das Landgericht Hamburg hat dir auch geschrieben, also es ging seinen Gang. Du hast dich dann persönlich auch gerechtfertigt, du hast dich verteidigt. Aber das wurde von dem Landgericht nicht so als Verteidigung anerkannt. Du musstest es, glaube ich, durch einen Rechtsanwalt tun. Und zurzeit ist es so, dass du dann ein Versäumnisurteil bekommen hast. Und auch darin steht nochmal die Ordnungshaft bis zu 6 Monaten. Genau. Das ist der jetzige Stand. Was meinst du, wie es sich jetzt für deine Zukunft abzeichnen wird? Wie wird es weitergehen? Also, wie der Gerichtsprozess endet, kann ich im Moment nicht sagen. Aber was unseren Dienst als Zeugen Jehovas betrifft, so möchte ich mit einem Vers aus der Bibel antworten, und zwar 2. Timotheus, 4. Kapitel 2 und 5 oder 2. und 5. Vers. Hört unter keinen Umständen auf, das Wort Gottes zu predigen, die Sünder zurechtzuweisen, zu warnen, geduldig zu ermahnen und unablässig zu lehren. Du aber bleibe nüchtern in jeder Hinsicht, nimm die Leiden auf dich, richte die Arbeit eines Predigers der Heilbotschaft aus und versieh deinen Dienst voll und ganz. Das heißt, wir bleiben weiter im Dienst. Okay. Ja, was möchtest du dann jetzt der Wachturmgesellschaft, die ja Körperschaft des öffentlichen Rechtes hier in Deutschland ist, also dieser Organisation, die dich jetzt auch angeklagt hat, was möchtest du ihr noch sagen? Nach göttlichen Satzungen und Rechtsbestimmungen haben sie kein Recht oder keinen Anspruch auf den Namen Jehovas Zeugen. Sie sind, wie die Bibel sagt, der böse Knecht.
vorgeschaltet durch Judas Iskariot, der sein Herr verraten hat. Sie handeln wie Schriftgelehrten und Pharisäer in apostolischen Zeiten, die verboten, Petrus und Johannes mit Namen Jesus zu sprechen oder zu predigen. Was antworten die beiden? Also das lesen wir in Apostelgeschichte, 4. Kapitel, 19. Vers. Petrus und Johannes aber erwiderten ihnen, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott, darüber urteilt selbst. Und das ist eine Antwort von wahren und treuen Jehovas Zeugen. Im Gegensatz zur Heiligen Schrift, sie unterstützen die falsche Lehre von obrigkeitlichen Gewalten, die Ende 1962 geändert werden. In Matthäus 4. Kapitel, 8. und 9. Vers, zeigte Satan selbst, wem die Königreiche dieser Welt gehören. Wer ist der Herrscher dieser Welt? Er selbst. Also diese Aktion, die Ende 1962 stattfand, hatte ein treuer und kluger Knecht bereits 1950 im Wachtum unter dem Titel »Ein der Ehre Jehovas geweihter Sieg« vorher gesagt. Und zwar, dass die Zeit kommen wird, in der Böken zusammen mit den bösen Sklaven behaupten werden, dass diese weltlichen Herrscher die höchsten Autoritäten sind. Ich möchte einige weitere Zitate aus dem Wachturm von 1950 im September erschienen vorlesen. Und unter der Überschrift heißt es »Ein der Ehre Jehovas geweihter Sieg«. Da steht in Absatz 9, glaube ich, ja. Die neuzeitlichen Midianiter und ihre Verbündeten, die sichtbaren Vertreter Satans, die über die Völker der Erde herrschen und sie bedrängen und besonders Jehovas Diener zu zermalmen suchen, behaupten, die obrigkeitlichen Gewalten zu sein, die in Römer 13, Vers 1 erwähnt sind. Weiter unten heißt es, die Wahrheit, dass Jehova Gott und Christus Jesus nicht weltliche Politiker, die obrigkeitlichen Gewalten von Römer 13,1 sind, wurde klarer gemacht und diese Erklärung fand von 1929 an eine größere Verbreitung, besonders durch die Ausgabe des Wachturms vom 1. und 15. Juni jenes Jahres, Deutsch 1. und 15. Juli. Dann, folglich haben Jehovas Zeugen seit 1928 mit dieser Wahrheit über die wahren obrigkeitlichen Gewalten die neuzeitlichen Midianiter angegriffen und damit zerschnitten sie die Bande, die sie selbst in Sachen der Anbetung einst zu Unrecht niederbanden in der Unterwürfigkeit unter die Weltherrscher, als sie dachten, diese Herrscher seien von Gott verordnet. Die Erkenntnis, dass Gott und Christus die obrigkeitlichen Gewalten sind, sprengte und vernichtete die Macht der weltlichen Autoritäten über die Christen, was die Anbetung Jehovas betrifft. Seitdem sie diese Wahrheit verstehen, erheben sie unerschrocken ihren Schlachtruf, das Schwert Jehovas und seines Gesalbten. Weiter heißt es, für Gott sind sie tot in willentlichen Vergehungen und Sünden und für Christen, die sie nicht mehr als die von Gott verordneten obrigkeitlichen Gewalten ansehen, sind sie so gut wie tot. Also hier geht es immer auch um die weltliche Regierung. Weiter heißt es, die Wahrheit hinsichtlich der obrigkeitlichen Gewalten, dass diese nämlich Gott und Christus sind, wurde in den Jahren 1928 und 1929 klargestellt. Seither ist diese gespitzte Wahrheit als wichtiger Teil des Schwertes des Geistes wiederholt geschwungen worden. Und dann noch dieser letzte Abschnitt.
Die Männer von Sukkot und Pnuel betrachteten ihre Bedränger noch als jene, die die Herrschaft über sie innehätten, als die obrigkeitlichen Gewalten, denen sie untertan sein müssten. Wie gleichen sie doch der heutigen Klasse der Böcke und jener des bösen Knechts, die dem gesalbten Überrest Hilfe verweigern und nicht sehen können, dass Christus und Jehova diesen Brüdern des Herrn im Rücken stehen und die sich immer noch vor den Weltführern fürchteten, mit ihnen zusammenspannen und sie als die obrigkeitlichen Gewalten betrachten. Solche Boxnaturen denken, dass diese Weltorganisation unter Satan ganz in Ordnung sei. Sie wähnen, sie werde als die beherrschende Macht weiter dauern und sie machen deren Los zu dem ihrigen. Soweit ja aus dem Wachturm von 1950, September-Ausgabe. Ich möchte noch sagen, sie verlassen sich auf menschliche Gericht. Ich verlasse mich aufs göttliche Gericht. Sie können das Werk Jehovas nicht aufhalten, solange er es selber nicht das tut oder nicht aufhält. Und das steht auch in Jesaja Kapitel 28, Vers 21 geschrieben oder angegeben. Und zu diesem Thema ganz kurz möchte ich noch vorlesen aus dem Wachturm 1962, Februar. Der Titel zeigt: Mutig sein, während die Welt Harmageddon entgegengeht. Da steht geschrieben: Die Diktatoren und die Unterdrücker der von Gott stammenden Menschenrechte, die Zeugen Jehovas vernichten wollten, wurden eine nach dem anderen ihren Macht beraubt und sanken ins Grab. Ja, gingen in die ewige Vernichtung, weil sie gegen Gott gekämpft hatten. Sie hatten verfehlt, den Rat zu befolgen, den wir in Apostelgeschichte 5. Kapitel 38, 39 lesen. Steht von diesen Menschen ab und lass sie gehen. Denn wenn dieser Plan und dieses Werk von Menschen ist, wird es niedergerissen. Wenn es aber von Gott ist, werdet ihr sie nicht niederwerfen können. Andernfalls mögt ihr gar als Leute erfunden werden, die in Wirklichkeit gegen Gott kämpfen. Wir vergessen nicht, was Adolf Hitler seinem Innenminister Dr. Frick am 7. Oktober 1934 antwortete, als dieser ihm die Telegramme zeigte, in denen gegen die religiöse Verfolgung protestiert wurde. Dr. Frick sagte: Wenn sich die Bibelforscher nicht gleichschalten, dann werden wir sie mit den schärfsten Mitteln anfassen. Darauf sprang Hitler auf, ballte seine Hände und schrie: Diese Brut wird aus Deutschland ausgerottet werden. Das versuchte er in seinen Gefängnissen und den verabscheuungswürdigen Konzentrationslager bis 1945 auch mit allen Mitteln zu tun. Doch wer wurde ausgerottet und ist im heutigen Deutschland nicht mehr zu finden? Hitler oder die Bibel erforschende Zeugen Jehovas? Das ist eine gute Frage. Und zum Schluss möchte ich von meiner Seite möchte ich auch ein paar Versen aus dem Psalm 27 lesen. Lehre mich, Jehova, deinen Weg und leite mich auf ebenem Pfade, um meiner Feinden willen. Gib mich nicht preis der Gier meiner Bedränger, denn falschen Zeugen sind wider mich aufgestanden und der da Gewalt hat, schnaubt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Möchtest du noch auch etwas dazu sagen, Martin? Ja, klar. Ja, also liebe Olga, vielen Dank für das Gespräch. Der himmlische Vater möge dir,
für deine Zukunft durch seinen Sohn Jesus Christus noch weitere entscheidende Hilfe geben. Sowohl für die ganze Sache mit der Organisation als auch für dein persönliches Glaubensleben. Ich möchte mich bei dir bedanken, auch für deinen Mut und für deine Aufrichtigkeit. Im Philipperbrief Kapitel 4, Vers 6 bis 7, da heißt es, seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Ja, das wünsche ich dir. Und auch mir selbst, wenn ich auch an meine Gerichtsverhandlung denke, die ja auch noch vor mir ist. Ja. Und auch du, lieber Zuschauer, sei dem Herrn Jesus anbefohlen. Und wenn dich Gott an Olga erinnert, dann bete für sie. Tschüss. Tschüss.